Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Leonard the Pain und wir sind unterwegs in der Runde WoT mal wieder. Ich wollte euch einfach mal den 50 TP mitbringen, weil ich befinde mich ja momentan in den letzten finalen Zügen zum 60 TP hin. Und ja, wollte euch da auf jeden Fall ein bisschen den 50 TP näher bringen, weil es wirklich ein sehr starkes Fahrzeug ist, meiner Meinung nach. Jetzt nicht OP und vielleicht auch nicht unbedingt Meta. Aber schon nicht verkehrt. Ich finde, es ist ein Fahrzeug, was diesen Heavy Spirit richtig gut rüberbringt, wozu so ein Heavy da ist, was ein Heavy macht, was ein Heavy kann. Und ja, das alles in allem verkörpert er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich wollte euch auf jeden Fall noch kurz den 3D, Panzer mitbringen, um euch so ein bisschen die Panzerung näher zu bringen. Wir haben das Ding jetzt hier mit dem besseren Turm ausgerüstet, auf jeden Fall in diesem Fall. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil der Stockturm nicht so richtig geil ist. Und ja, so ähnlich verhält sich es auf jeden Fall auch mit der Stockkanone. Da ist auf jeden Fall auch dringend ratsam, den Turm auszuwechseln und wie gesagt, auf jeden Fall auch die Kanone. Alright, wenn der Kollege so gerade vor uns steht, dann sehen wir schon mal eine echt komische Panzerungssilhouette. Was sofort auffällt, ist eigentlich dieser riesige Turmkranz, dieser riesige Turmring, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte. Der sticht auf jeden Fall hervor. Dann hier vorne dieser lustige, ich weiß es nicht, was es sein soll, ein Viewport oder irgendwie so ein Käse. Ja. Kann man sich jetzt drüber streiten, was sich Vigi dabei unbedingt gedacht hat, weil, hey, wir haben nicht nur eine Kommandantenluke, nein, wir haben gleich zwei Kommandantenluken. Dann haben wir noch einen Viewport hier vorne und noch einen komischen Turmkranz, den man auch pennen kann. Okay. Aber ansonsten, ja, Unterwanne 205 mm, so im Summa summarum, ist ganz okay. Ist ein bisschen hochgezogen für meinen Geschmack. Ja. Dem Fahrzeug kommt der relativ flache Aufbau auf jeden Fall trotz dessen zugute, deswegen fällt das nicht so stark ins Gewicht. Also man kann schon wirklich passabel Hulldown mit dem Fahrzeug spielen, indem man sich hinter irgendwelchen Schutthaufen oder ähnlichen Deckungsmöglichkeiten ja versteckt. Beziehungsweise, ne, Sicherheit hinterstellt. So, verstecken ist es ja nicht. Alright. Oberwanne ist in so einem Winkel, dass da eigentlich relativ unmöglich ist, dass da irgendwas durchschießt. Ja, wenn er so in der freien Wildbahn vor euch steht, ihr seht schon, Ricochet ist auf jeden Fall live. Hier vorne dieser Viewport, da sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und ihr seht schon, das ist eigentlich relativ groß. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. 230 mm, so im Groben und Ganzen ist das Ganze gepanzert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Burner. Dann haben wir hier außen noch diese Schulterstücken, die sind auch relativ gut geneigt, aber da muss man natürlich ähnlich wie bei russischen Heavys aufpassen. Wenn man sich zu sehr winkelt, dann ist auf jeden Fall auch hier die Möglichkeit gegeben, da durchzuholzen. Ähnlich verhält sich mit dem lustigen ja, Turmkranz. Wenn man sich zu stark winkelt, wird auch hier auf jeden Fall eine Schwachstelle. Ansonsten, wenn wir frontal geradezu drauf gucken, sind hier jenseits von 300 mm Panzerung. Da ist es schon schwieriger für Fahrzeuge, sagen wir mal, auf Stufe 8 und 9 mit nicht so guter Pen da durchzuschießen. Aber ja, die normalen Fahrzeuge auf Stufe 9 und auf Stufe 10 garantiert kommen da durch. Gut, Turm frontal gesehen 380, 350, das ist schon ganz passabel. Da braucht ihr eigentlich nicht großartig Angst und Bange haben, dass der wer durchschießt. Auch die Gunblende, die hat hier und da so ihre Pixel drin, ähnlich wie beim E3, was ich euch mal gezeigt habe. Aber ansonsten ist auch hier relativ unmöglich durchzuschießen. 380 mm plus sind da am Start. Was dann wieder ein bisschen ärgerlich ist, ist auch, dass das Turmdach so ein bisschen angeschrägt ist. Und wenn ihr Gegner habt, wie gesagt, der 50 TP ist jetzt nicht unbedingt ein Riese in Sachen Höhe bzw. Aufbau. Wenn ihr jetzt einen Gegner habt, der irgendwie günstiger steht oder so ein bisschen höher als ihr steht, kann er euer Turmdach auf jeden Fall auch overmatchen. Das ist möglich. Ansonsten, wie ihr sie schon gesehen habt, die Kommandantenluken hier oben sind auf jeden Fall auch pennbar. 160 mm, 170 mm, 140 mm, irgendwie sowas in dem Dreh haben wir hier. Das ist auf jeden Fall gar nicht so doll und die sind halt auch recht einfach zu treffen, weil sie halt ja nicht nur ein, zwei Pixel hoch sind, sondern eher so 3 bis 5 Pixel hoch sind.
Da ist auf kürzere Kampfdistanz auf jeden Fall nicht mehr ganz so schwierig, die Dinger zu treffen. Alright, ansonsten Seitenpanzerung ist recht gut, muss man sagen. Da hatte ich auf jeden Fall noch nie Probleme, dass ich da irgendwie von HE gepennt worden bin oder sonst irgendwas. Ich fahre den Kübel inzwischen ja auch schon ein bisschen was länger. 160 mm, 100 mm, 104, 90 und ansonsten hier vorne geht es dann wieder lustig abgeschrägt zu. Da wird das Ganze dann nochmal mehr. Ja, ansonsten Heckpanzerung 70, 75, so in dem Dreh haben wir hier und auch hinten nominale Turmpanzerung 100 mm. Auch da eigentlich nicht ganz so easy mit der Standard-HE durchzukommen. Ja, das soll der lustige Kollege gewesen sein auf jeden Fall. Panzerungswunder ist er auf jeden Fall nicht. Was ich gut finde, ist, dass er seine Weak Spots hat. Ganz klar. Es ist nicht halt der typische, keine Ahnung, T10 oder sowas. Ein T10 Halldown zu bekämpfen ist schon eine, ja, schwierige Herausforderung, sagen wir mal. Da braucht man schon extrem viel Penne oder halt auch extrem gutes RNG, damit man die winzige Kommandantenluke trifft, die er nur eine hat. Aber ansonsten muss man schon sagen, hier haben sie es ein bisschen zu gut gemeint. Ich meine, der Turmkranz ist ein Weak Spot, wenn man ihn schlecht stellt oder ne, gerade irgendwie zu mehreren Seiten vielleicht fighten muss oder so. Dann hat man hier die Schulterplatten, die auch gegebenenfalls einen Weak Spot darstellen können. Dann hat man hier vorne diesen Viewport. Dann hat man hier oben nochmal zwei Kommandantenluken. Ja, ist jetzt nicht so der Kracher. Aber es ist ein Grund, so dieses Fahrzeug, was doch den Nahkampf sucht. Anhand der schlechten Kanone, das werden wir auf jeden Fall uns auch gleich in zwei Replays noch reinziehen. Ansonsten wollte ich euch auch noch zeigen, den Tech Tree kurz durchgegangen. Ich bin eingestiegen ab Tier 5, wenn ich mich nicht irre. Ich habe diesmal ein bisschen niedriger angefangen. Der 25 TP, da können wir eigentlich ein großes Kreuz durchmachen. Ist noch ein Medium, ihr seht schon, erst ab Stufe 7 wird es wirklich zu einer Heavy-Reihe. Der Stufe 5er ist boah, echt mau gewesen. Kanone unpräzise, Panzerung unzuverlässig, das Ding auch noch sauträge. Also den könnt ihr am besten überspringen. Stufe 6, den 40 TP, muss ich sagen, der war schon wieder für sein Tier gesehen gar nicht schlecht. Der war zwar auch träge und ist auch noch ein Medium, aber da war die Panzerung auf jeden Fall besser, die Kanone war besser und ihr habt auch schon einen dickeren Punch gehabt. Also das hat schon ein bisschen mehr gefetzt. Der 45 TP dagegen stinkt wieder so ein bisschen ab auf Stufe 7 für meinen Geschmack. Panzerung macht wieder irgendwie weniger her, auch wenn sie besser gewinkelt war. Also ich weiß auch nicht. So richtig geil war es auf jeden Fall nicht. Der 53 TP, wo viele mal sagen, das ist das Highlight der Linie, habe ich gar nicht gefühlt. Der Stockturm, ich habe es mir erst gar nicht angetan, weil, ja, wenn wir uns das Ding mal spaßenshalber angucken, wird euch das höchstwahrscheinlich recht schnell selber klar. Es ist einfach ein Krampf, wer formt so einen Turm und macht dann da 200 mm Panzerung hin? Also keine Ahnung. Ja, den habe ich also im Top-Zustand gefahren und fand ihn immer noch nicht so sonderlich gut. Und mit dem Stufe 9, muss ich echt sagen, habe ich so einen Sweet Spot in den Grind gefunden, der mir wirklich gut gefällt. Und den 60 TP werde ich euch auf jeden Fall dann nochmal separat vorstellen. Gut, dann habe ich euch auf jeden Fall. Nein. So. Replay mitgebracht. Wir sind auf Live-Ochs unterwegs mit einem Kollegen von mir zusammen im Zug. Wir haben erst überlegt, wo wir hinfahren und dann war relativ schnell klar, er im Chief TMP hat natürlich die besseren Chancen im Dip, also hier unten Richtung dem Sumpfgebiet und nicht Richtung City. Also habe ich mich natürlich dazu entschlossen, ihn da tatkräftig zu unterstützen. Ansonsten sei gesagt, zum 50 TP. Ihr seht's. Wie immer grazil und schnell. Ja, nicht so 28 km/h geht es hier spannend zur Sache. Crew ist wie immer recht brauchbar bei mir. Hat, ich glaube, 5 oder 6 Perks, also auch den ein oder anderen Fahrerskill. Ich fahre das Ding mit einer Ansetzer, einer Härtung und entweder ein Improved Aiming oder eine Lüftung. Beides möglich, aber ich glaube eher das Improved Aiming. Ja, Kanone ist mehr so Russen-like, also schon eher schlecht. Deswegen sucht ihr schon mehr den Nahkampf, als irgendwie großartig auf Distanz irgendwelche Schüsse zu versuchen. Und ihr werdet mitbekommen in dem einen Replay oder auch in dem zweiten Replay, dass die Kanone ganz gerne euch mal einen Strich durch die Rechnung macht. Ansonsten, ihr habt eine vernünftige Munitionsverteilung, ihr habt eine AP, ihr habt eine APCR,
ihr habt Abpraller. Nee, und ihr habt HE dabei. Das ist auf jeden Fall eine recht brauchbare Verteilung. Die AP hat, ich müsste lügen, ich glaube 210, nee, 250 mittleren Durchschlag. Das ist schon recht ordentlich. Und wenn wir uns die APC angucken, sind wir immerhin bei 303 mm Durchschlag. Das reicht auf jeden Fall für die meisten herkömmlichen Neuner vollkommen aus. Ja, und wie das Match so vor sich hin plätschert, haben wir auf jeden Fall schon mal ein dickes Problem, wie wir sehen. Die Gegner sind zu schnell, zu konsequent nach vorne gepusht, sodass wir nicht so richtig in Stellung kommen konnten. Und haben uns jetzt hier mehr oder weniger schon so eingekesselt. Und in dem Moment war es mir auch eigentlich schon klar, dass ich jetzt oder wir hier im besten Fall eigentlich zurückfallen müssen. Aber komplett aufgeben können wir es auch nicht, deswegen wird meine Wenigkeit gleich alleine zurückfallen. Fangen wir hier nochmal einen fairen Schuss vom Conqueror. Ansonsten, ihr seht, was ich meine, das Ding ist wirklich relativ niedrig, deswegen ist es mit der Unterwanne eigentlich auch gar kein Problem. Was ulkig aussieht, ist auf jeden Fall der Turm. Also wie gesagt, die ganze Panzerungssilhouette sieht irgendwie nicht so ganz stimmig aus auf jeden Fall. Da klingelt der erste Schuss endlich mal die Runde rein. 519. Ihr habt auf jeden Fall einen saftigen Punch und mit dem Ansetzer und Waffenbruder landet ihr bei ca. 13,5 Sekunden Reload. Das ist schon mal eine ganz feine Sache an und für sich. Aber ja, wie gesagt, das Gunhandling lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Aber ganz genau das ist so die Kampfdistanz, auf die ihr euch mit diesem Fahrzeug eigentlich begeben wollt. So ganz entspannte 200 Meter oder so, wo die Gegner nicht unbedingt jeden Schuss auf die Kommandantenluke machen können oder auf die anderen Weakspots, die ich eben schon aufgezählt habe, sondern halt wirklich ein bisschen länger aimen müssen, um eure Schwachpunkte auch zu treffen. Man fragt mich nicht, da haben wir auf jeden Fall saftig gepennt bei dem Schuss. Aber genau das ist, wie gesagt, auf jeden Fall die Kampfdistanz, wo ihr euch so aufhalten möchtet. Ihr möchtet nicht super nah rangehen, weil dann werden eure ganzen Weakspots auf jeden Fall erst recht sichtbar. Wie ihr seht, die Kommandantenluken sind jetzt nicht gerade klein. Dieser lustige Viewport hier sticht hier auch raus wie, keine Ahnung, rosa Socken in einer weißen Hose. Und auch der Turmkranz ist jetzt nicht unbedingt, ja, so konzipiert, dass man ihn schwer treffen könnte. Ja, und so haben wir hier in Kürze der Würze auf jeden Fall viele Fahrzeuge hier vorne verloren und die Gegner werden so langsam ein bisschen übermütig. Was gut für uns ist, so können wir noch ein bisschen was rausholen aus der Runde. Und ja, was soll ich euch sagen? Was eben noch wie eine bittere Niederlage aussah, turnt sich nachher noch zu einem knappen Sieg. Nicht unbedingt, weil wir jetzt am Anfang hier richtig gut unsere Position alle behauptet haben, sondern eher, weil wir jetzt hier hinten raus noch so viel wie möglich mitnehmen können. Hätte ich gerne im Konk noch eine verbraten, aber der ist dann gerade rechtzeitig noch weggekommen. Der Reload ist halt schon lang, kann man gar nicht anders sagen. Ich und das Objekt stehen hier vorne unseren Mann. 2 gegen 5 oder sowas. Machen wir die Jungs hier weg, haben noch hinten 2 TDs zu stehen. Und das passiert euch auf jeden Fall auch des Öfteren. Die Gegner versuchen auf die Kommandantenluke zu schießen und treffen dann vorne den Winkelspiegel. Und ja, pennen euch nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache. Jetzt haben wir hier noch Jagdtiger und Kong. Hinter uns auch noch ein FV. Also alles im Allen schon mal gar nicht so eine rosige Ausgangssituation, aber wir sind inzwischen auch bei über 5k combined. Das ist für diesen klotzigen Heavy auf jeden Fall schon eine ganz brauchbare Leistung. Kann man gar nicht anders sagen. Und ja, unser Team, wie ihr seht, ist nicht so richtig existent, hat seine Position jetzt nicht so wirklich behaupten bzw. bespielen wollen. Das Objekt 283 geht jetzt ja auch noch raus. Fragt mich nicht, wo dieser Schuss hingegangen ist. Wir kriegen noch ein bisschen Unterstützungsschaden auf den Kong und den Jagdtiger, aber das war's dann auch. Damit sind wir jetzt bei fast 6k combined. Also wie gesagt, alles in allem doch eine recht brauchbare Runde gewesen.
So, und in der zweiten Runde sind wir in Ghost Town unterwegs, auch wieder mit meinem Kollegen. Auf Stufe 9 im 50 TP fahren wir gegen 8er und 2-10er. Arty, Top-Tier, weiß ich nicht, was sich WG dabei wieder gedacht hat, aber okay, alles klar. Ja, das ist auch so das Szenario, womit ihr eigentlich mit am häufigsten oder am besten umgehen könnt im 50 TP, wenn ihr gegen euresgleichen und 8er fahrt. 10er müssten eigentlich nicht unbedingt sein, weil dafür reicht die Panzerung hier und da halt einfach nicht aus. Ja, aber nichtsdestotrotz, 2-10er haben wir mit dabei und wir werden auf jeden Fall das Beste daraus machen. Ich habe mich natürlich super gefreut über gleich zweimal Artillerie. Weil, ja, wie eben erklärt, die Panzerung taugt jetzt nicht so super mega supidupi viel. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich nicht dahin fahren, wo hier unser Freund der M4Y schon steht. Weil dann unsere Kommandantenluken relativ leicht einschießbar sind. Aber hey, nichtsdestotrotz fahren wir da hin, weil da stehen wir wenigstens Arty safe und an der Treppe nicht. Und ja, werden uns da so ein bisschen mit den Achtern begnügen, die schon echt hart auf den Sack bekommen haben. Und man muss sagen, glücklicherweise steht da nichts großartig, was uns mega gefährlich werden könnte. Also ja, die Jungs haben alle auf jeden Fall die Durchschlagskraft, um uns durch die Kommandantenluke zu schießen. Aber wir können den auch ganz eindrucksvoll durch die Kommandantenluke schießen. Also das ist auf jeden Fall drin. Ja, ansonsten haben wir hier unseren M4Y, den Oho. Mein Kollege in seinem T95 trödelt da hinten noch so ein bisschen vor sich hin. Könnt ihr mal ein bisschen schneller machen. Aber auch der ist leider anwesend. Der erste geht schon mal raus. Mit seinem 8er Heavy. Ansonsten haben wir noch einen Fokker 100P, einen KV-4 und auch einen T-103, den wir nicht vernachlässigen sollten. Auch der KV-4 hat noch nicht begriffen, dass er zu hoch ist für seine Deckung oder seine Position, die er dadurch spielen möchte. Und weil es so schön war, der Fokker 100-01P auch noch am Start und lässt uns da auch nochmal in seine Kommandantenluke reinholzen. Das ist natürlich eine feine Geste von ihm. Nachdem er sieht, zwei seiner Kollegen in derselben Ecke wegen derselben Problematik verenden, da auch nochmal zu schießen. Kann man so machen. Gut. Ja, damit haben wir mal kurz die Heavys aus dem Gegnerteam mehr oder weniger ausgelöscht. Wir sind schon wieder hier am Vorsturm auf jeden Fall. Unser Team räumt links auf, unser Team hält rechts passabel und hat die Stadt. Also das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Letztes ist es eigentlich vorwärts, vorwärts. Und wir werden jetzt erstmal Richtung T103 fahren. Weil ich gesehen habe, T30 hält da jetzt quasi mehr oder weniger die eine Hausecke komplett alleine, ist auch nur noch Half-Life. Und wird jetzt mehr oder weniger von zwei Seiten gleichzeitig angegangen. Deswegen wird der relativ zeitnah rausgehen. T103 hat auf jeden Fall einen ganz netten Alpha, deswegen habe ich mal gewartet, bis er nochmal auf irgendein anderes Ziel schießt. Gebe ihm meinerseits nochmal einen mit, fangen wir dann doch nochmal einen Schuss, weil auch die Reload-Time vom T103 nicht unbedingt zu verachten ist. Oh, damit sind wir schon bei knapp 3K Schaden und das Team vom Gegner schmilzt einfach nur so dahin. Das hat mein Kollege gesagt, hier, da außen. Stehen zwei, haben sich eingebuddelt, keiner macht da was. Lass mal da irgendwie, ne, zusammen aufräumen. Ich so, gut, alles klar, gar kein Thema. Und in dem Moment bewegt sich unser Mutz. Und jetzt werdet ihr sehen, was ich meinte mit die Kanone ist, ja, eher Russen-like. Also wir sind voll eingame. Das ist das Maximum, was geht. Der erste Schuss trifft noch. Das muss man der Kanone ja lassen. Aber, naja. Es könnten auch mehr Schüsse sein, die da noch treffen. Also es könnten. Denn wenn wir jetzt inzwischen bei 4.500 Schaden und nicht bei 3.500 Schaden. Ah, jetzt brauchen die Jungs da wieder so ein Momentchen, um die Gegner aufzuklären. Das war wieder. Ich dachte mir, okay, wenn es eingame nicht klappt, dann vielleicht ein bisschen verwackelt, ne? Aber nein, auch nicht. Mr. Kunze
Kassieren wir nochmal ein bisschen Assist drauf. Und auch der Mr. Kunze. Jetzt fährt er, dann bleibt er stehen, dann fährt er rückwärts. Und ich holz voll daneben. Es ist einfach schön. Da steht ja noch hinten Scorpion rum. Ah, der ist fast tot. Der fährt weg. Gut, was soll's. Das war auf jeden Fall die Runde. Wollte ich euch jetzt nur noch mal als kleinen Referenzpunkt mitgeben, weil eben in der Runde haben wir ja erstaunlich viel mit der Kanone getroffen, auf mittlere bzw. Nahdistanz und hier auf weitere Distanz jetzt zum Schluss. Habt ihr dann doch mal auch die hässliche Seite dieser Kanone gesehen. Alright, dann soll es das zum 50 TP gewesen sein. Wie gesagt, für mich wirklich bis jetzt das Sahnestück des Grindes. Ich finde den Grind im Allgemeinen absolut nicht schlecht. Ich finde ihn sehr ausgewogen, muss man schon sagen. Die Fahrzeuge sind jetzt nicht alle total crap, die Fahrzeuge sind nicht alle total OP. Die Fahrzeuge haben meines Erachtens nach ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall und sind halt auch wirklich reinrassige Heavys, spätestens ab Stufe 8. Und ja, in diesem Sinne, schaut ihn euch gerne mal an, den Grind und auch den 60 TP natürlich. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das, wie gesagt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr immer natürlich gerne ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis dahin.